Hey Leute, willkommen zurück zu Terraria. Ja, dieser Part ist kaputt gegangen. Hallo. Ich konnte wenigstens die Audio, die visuelle Art von diesem Detail. Also, ich konnte das Video wenigstens retten. Aber der Ton ist halt vollkommen hin. Man hört auch Dressdos nicht, gar nichts. Ich synchronisiere den Part einfach mal nach, weil ich habe halt noch die Spur von dem Ding. Da kann ich das halt noch nutzen, denke ich. Aber guckt am besten bei Dressdos vorbei, ist ja verlinkt in der Beschreibung, wie immer. Weil bei ihm seht ihr dann die originale Datei. Ne? Also das originale Video, auch mit unseren originalen Kommentaren und so. Aber wer verrückt ist und gerne hier gucken möchte, kann das auch gerne tun. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben mit diesem Part mehr. Ich glaube, wir gehen halt zur Korruption und suchen nach Shadow Orbs. Ja, ich glaube, das haben wir gemacht. Leute, Terraria ist einfach verflucht. Ich sag's euch. Den nächsten Part könnt ihr auch mal bei Dressdos gucken. Weil dort ist einfach Camtasia Studio in den letzten 5 Minuten abgekackt. Und der Part ist nur 15 Minuten lang. Wir sind einfach 5 Minuten weg. So richtig schlecht. Ich hoffe, ich habe nicht die ganze Zeit diese Probleme mit Camtasia Studio. Und gut, dass ich eigentlich diesen Part nochmal gucke. Weil ich erinnere mich wieder, dass ich... Na, wie heißt das? Ihr wisst schon. Die Bildeinstellung, nicht die Bildeinstellung, sondern die Lichteinstellung im Spiel ändern sollte. Weil sieht ja echt nicht so cool aus. So, sonst wäre das Licht zum Beispiel jetzt halt blau. Statt einfach nur weiß, so langweilig. Das ist halt die Retro-Farben. Also die Retro-Beleuchtung. Ach ja. Ich glaube, das ist sogar ein Part, wo wir gegen einen Boss kämpfen. Das ist natürlich doppelt so schade. Richtig kacke. Und ja, Leute, ich nehme einfach jedes Erz mit dir. Jedes, was ich sehe. Werde ich nicht hier sogar gerackt? Oh, Spoiler. Nein, nein, ich glaube nicht. Oder doch? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hatte ich da noch das Eisschwert, das weiß ich noch. Ich habe inzwischen schon eine bessere Waffe bekommen von Resus. Mächten. Wie gesagt, auf seinem Kanal sieht ja halt das normale Video, aber keine Ahnung. Ich möchte jetzt einfach wieder nicht ein Video raushauen, weil Camtasia verkackt hat. Dann bringe ich euch wenigstens das besser als gar nichts, denke ich mir. Wir sind eigentlich schon ziemlich stark für die Korruption. Also es ist ja locker easy, was hier abgeht. Solange nicht 1000 von den Dingern auftauchen, jedenfalls. Und wir haben jetzt auch eine Muskete, also schon ziemlich stark. Am Anfang jedenfalls. Die Hardcore-Welt, ihr werdet euch... Selbst die Muskete einfach gar nichts. Das ist so ein Spielzeug wie am Anfang, die Holzschwerter. Ach ja, aber ihr werdet es sehen. Aber wie ihr seht im Chat, also unten links, Eater of Worlds. Ja, da zeige ich nochmal mit der Maus drauf. Geil. Ist halt aufgetaucht. Und das bedeutet... ich guck mal, ob die Audiospur noch funktioniert. Ja. Also, wir suchen ja Shadow Orbs. Und wenn man 3 Shadow Orbs zerstört, kommt halt der Eater of Souls einfach so. Wir wollen ihn aber später normal machen und ja, deshalb hat Dressdos das, glaube ich, rausgecuttet bei sich. Den Eater of Souls, weil der wurde von ihm gerackt, glaube ich. Guck mal. Ja, ja, da steht's, der wurde geköpft. Ja, ich hatte das Video gerade nicht im Bild. Und, ja. Wir wollen ja die Bosse so nach einer Reihe nachmachen. Das Auge haben wir jetzt schon aufgenommen. Und, ja. Da hatte ich halt, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Part erwähnt habe, ich sag's einfach nochmal, ich habe eine voll coole Idee. Nämlich beim ersten Mal, wenn man gegen einen Boss kämpft, schneide ich euch einen Remix rein von der normalen Boss-Thema. Immer so das erste Mal, bis wir ihn besiegt haben. Und ja, damit das ein bisschen besonderer ist. Das ist doch cool, oder? Ich habe auch 2 Remixe, also es gibt, glaube ich, 3 oder 4 Kampfthemen. Also Bosskampfthemen. Ich habe halt die beiden ersten Remixer halt schon gefunden und ja, die sind recht gut. Zeit. Ja, mit unserer Goldspitzhacke können wir jetzt das Demonite abbauen. Geil. Demonite ist aber ziemlich nutzlos, wenn man nicht diese Schattenschirme hat, die man nur vom Bossen bekommt. Außer vom Auge. Das Auge ist der einzige Boss, der die nicht droppt, glaube ich. Die anderen schon. Ja, die braucht man dann halt später, um eine Demonite-Rüstung zu machen und so. Und ich glaube auch die Spitzhacke. Oder andere Dingens. Wie heißt das? Werkzeuge. Obwohl, die Axt ging glaube ich auch schon so. Ach, keine Ahnung, wir werden noch sehen. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir... Boah, ich war so angepisst, Leute, ne? Das Camtasia-Studio wieder abgekackt ist. Ach ja. Vor
Vor allem ist es ganz komisch. Die ganze Zeit habe ich halt eingestellt, dass das Audio mit aufgenommen werden soll, jeglicher Art. Dann habe ich Schaden bekommen, weil ich ein Trottel bin. Weil ich bin im Holzhammer versehentlich auf Dingens. Und jetzt habe ich nochmal einen Schaden bekommen, weil ich ein Trottel bin. Weil ich mit dem Holzhammer versehentlich die Altare angehauen habe. Dann kriegt man einfach Schaden, weil es Dämonenaltare sind, die kann man nicht abbauen. Außer mit einer bestimmten Hammerart. Aber da kommen wir noch nicht hin. Ja, und sonst habe ich mich mit einer Granate getroffen. Und ich finde so coole Truhen und da ist einfach nur nichts drin, so im richtigen Müll. Ach ja, na wenigstens sehen die cool aus, ne? Immerhin habe ich die... egal, das kommt in einem anderen Part vor. Ja, ich habe auf jeden Fall ein gutes Item gefunden in so einer Truhe. In so einer Wasserchest. Oh ja, Leute, Terraria wird noch richtig lange gehen, weil wir wollen halt alle Bosse mal besiegt haben. Und ja, laggen die Bosse, die Gegner so ein bisschen. Ja, ja, die Verbindung ist echt nicht die allerwitzte, aber ich weiß auch nicht, ich weiß echt gar nicht, was wir da machen könnten. Deshalb, also man könnte sich zwar einen Server kaufen, aber Geld wächst ja nicht auf Bäumen, ne? Ja. Tut mir leid, wenn ich mich etwas verschlafen erinnere, ist noch recht früh. Ich dachte mal, ja okay, renderst du sowieso Parts, dann machst du, dann synchronisierst du diesen Part halt nochmal nach, wie es halt geplant war. Keine Ahnung, ich mache euch noch irgendeine schöne Hintergrundmusik hier rein, das ist cool. Nicht so cool wie der normale Part, aber cool. Ach ja. Ich finde die Statue, die wir gerade aufgesammelt haben, sieht ziemlich geil aus. Naja. Wieso ich auch immer mit diesem Schwert so gerne auf Nahkampf gehe, obwohl es einfach so eine Fernkampfwaffe ist. Oh, ich glaube, der Wurm rappt mich. Weil die Hörner sind recht stark am Anfang. Ja, und hier will ich die Flaggern präsentieren. Genau, die richtige Zeitpunkt. Das ist halt so eine richtig schlechte Waffe, die halt aber dafür Licht macht. Also, du schießt halt quasi so eine Fackel. Seht ihr ja dort. Und dann ist dieser Ort beleuchtet. Das ist recht nützlich. Tut mir leid, ich bin jetzt mit gekommen. Oh nein, ich habe den Wurm gerackt. Nice. Ach ja, ich erinnere mich echt gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch inzwischen eine andere Rüstung. Du hast das auch. Aber ich bin mir da gerade nicht sicher. Nee, oder? Du hast das schon, ich aber nicht, glaube ich. Verdammt. Ist eine Weile her, seitdem wir Terraria aufgenommen haben, wisst ihr? Wir produzieren Terraria immer sehr gern vor. Keine Ahnung, wir haben, glaube ich, so 2 Stündchen gezockt. Das reicht dann für ein paar Tage. Für 6 und genau so. Weil jeder Part 20 Minuten lang ist. Also ungefähr, ja, plus minus halt. Ihr seht ja, der Part ist auch etwas länger. Ach ja. Was kann ich euch noch so erzählen? Ich sollte eigentlich an meinem Spiel weiterarbeiten, aber ich habe gerade gar keinen Bock. Ich bin voll unzufrieden, weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich brauche einfach Inspiration, Leute. Weil ich habe halt das Intro fertig gemacht und das gefällt mir einfach nicht. Das Intro, das Opening? Na, das Intro. Also ich habe gerade nachgedacht, wie das nochmal hieß, der Videospiel-Genre, weil so in einem Anime oder einer Serie ist es ja immer so ein Opening. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das bei den Spielen auch so genannt wird. Ach ja, aber ist ja nicht so wichtig. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn man auf neues Spiel drückt, dann diese Sequenz so. Eine Sequenzen. Ich weiß nicht, das geht aber irgendwie zu schnell vorbei. Ach ja. Ich habe mir jetzt Audio City geholt, um das hier nachzusynchronisieren und ich hoffe, ich kann das auch kurz anhalten. Moment. So Leute, da bin ich wieder, sehr gut. Hauptsache die Audiospur wird erstmal größer als das Video, nice. Na, ich mache am Ende irgendein Bild dran oder sowas, damit das passt. Ja. Ich sehe es als eine Möglichkeit mit Camtasia Studio mal ein bisschen was zu lernen. Von wegen Musik und Bilder reinbringen. Ist eigentlich nicht sehr komplex, aber ich habe es halt noch nie getan. Aber ich habe halt dieses Tutorial-Video gesehen, also das passt schon. Bis dann. Ach ja. Und wie gesagt, ich habe mir Dingens Audacity geholt dafür. Und ich kann mich mit dem Programm leider noch nicht so gut aus. Aber es wird schon passen. Aber ich bin irgendwie ein bisschen nervös, deshalb gucke ich mal, ob da auch wirklich meine Stimme aufgenommen wird. Sieht gut aus bis jetzt. Ich frage mich, wie laut die letztendlich sein wird. Ich habe eine kleine Testaufnahme gemacht gerade, um zu gucken halt, ob das läuft, ob es mein Mikro aufnimmt und so. Sollte alles passen. Ach ja. Ja Leute, wir sammeln Gold, wir sammeln alles, wir farmen einfach alles am Anfang. So krass, später ignoriere ich sowieso alles. Ja.
Ich habe eigentlich Bock auf Terraria. Ich glaube, wir nehmen noch heute auf oder irgendwann noch. Kann man immer machen. Vor allem, ich dachte erstmal, der neunte Part, also der Part danach hier, der ist halt vollkommen weg, weil das Programm einfach abgeschmiert ist. Aber ich konnte es Gott sei Dank noch wiederherstellen. Außer die letzten 5 Minuten halt, wo es abgeschmiert ist. Ich glaube, ich sollte, während ich aufnehme, wirklich mehr auf mein auf Camtasia achten, weil ich zock sowieso im Fenstermodus, damit ich das besser aufnehmen kann. Und dann sehe ich halt immer, ob es aufnimmt oder nicht, ob es meine Stimme aufnimmt oder nicht. Und komischerweise war hier Audio halt nicht aufnehmen bei diesem Part, obwohl ich das nie umgestellt habe, nie im Leben. Ja, das passt schon, Leute, das passt schon. Also eigentlich nicht, aber das ist ja together, das ist ja das Gute, dass ihr beide Perspektiven sehen könnt. So könnt ihr auch bei Dreadless vorbeikommen. Ihr könnt dieses Video zum Beispiel einfach muten und einfach nur seinen Ton laufen lassen. Da habt ihr trotzdem beide Perspektiven, wenn ihr beide Videos guckt. Das ist ganz praktisch. Einfach nur Dreadless uploadet mal seine Videos, weil er braucht immer voll lange. Ich mach Terraria immer so ungefähr ab 20 Uhr. Vielleicht mache ich noch ein Video von wegen so einem kleinen Plan, wann alles hochkommt und so. Muss ich noch gucken. Ach ja. Heute habe ich diesen Part rausgehauen mit Hollow Zareth und einem anderen Kollegen von mir, von dem ich den YouTuber Gott nicht kenne. Und ja. Ist halt auch richtig schade, weil ich hatte eigentlich Bock, mit denen aufzunehmen, aber die sind halt kaum zu hören, weil wir saßen halt alle in diesem Raum und dann halt alle in mein Mikro und das ist halt scheiße. Ich glaube, ich muss mich mit denen mal bei Skype zusammensetzen, wenn ich wieder mit ihnen aufnehmen möchte oder so. Ja, ich weiß, der Herbst ist eigentlich kein Together Let's Play oder so, aber ein Part kann man ja mal etwas mal machen, dachte ich mir jedenfalls so. Ach ja, Leute. Das nächste Projekt wird euch von den Socken hauen, das ist das geilste Spiel überhaupt. Naja, fast. Ein sehr gutes Spiel auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Wenn euch mir meine Axt gefallen hat, wird euch das auch gefallen, denke ich. Ach ja, Mega Man X 2 kann ich auch mal vielleicht spielen. Ich hatte richtig Spaß an Mega Man X, so das Let's Play. Klar, an Terraria und Derbs auch, aber an Mega Man X am meisten. So. Ja. Ich frag mich echt, wer das noch, so diese ganzen 12 Minuten, die wir schon aufgenommen haben, sich das noch reinzieht. Weil es passiert halt echt nicht viel, ne? Naja. Das passiert halt so, ist halt leider etwas schade. Aber wie gesagt, besser als gar kein Video. Ach ja. Ich überlebe ziemlich lange der Korruption, krass. Ich dachte, ich werde hier gerackt. Aber das ist wohl nicht der Fall. Oh, bin ich hier schon weitergegangen oder noch nicht? Ach ja, die Falle, die ich ausgelöst habe. Gut, dass ich Sanic Quest war mit den Hermes-Spiegeln. Sehr praktisch. Ich bin echt froh, dass wir die Hermes-Stiefel so schnell gefunden haben. Also, ja. Doch, weil das ist ein sehr nützliches Item. Eine Variation der Hermes-Stiefel hat man sowieso am Ende des Spiels auch noch. Also, macht das schon. Also, wir jedenfalls immer. Ich jedenfalls immer. Ach ja. Später kann man sich auch Flügel und so machen, da kann man einfach fliegen. Das ist geil. Können wir nach den fliegenden Inseln suchen, da ist auch noch spezieller Loot. Zum Beispiel so ein Item, dass wir kein Fall-Damage bekommen. Sehr praktisch. Ich muss noch gucken, welche Musik ich hier drunter lege, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass ich für irgendwas nicht die Rechte habe und ich dann direkt werde. Und das Video dann sowieso nicht hochkommt. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich speichere das mal so ein bisschen ab und lasse das erstmal ein bisschen auf meine Platte, falls das Video gestrikt wird. Und ja. Dann werden wir halt gucken, ne? So, keine Ahnung. Dann uploade ich das halt nochmal neu mit anderer Musik oder so. Ich muss mich halt auch noch einfinden. Ich weiß gar nicht, welche Lieder ich nehmen darf und welche nicht. Ich glaube, Nintendo mag uns nicht, Let's Play. Nintendo mag uns nicht. So, lieber mal keine Nintendo-Musik reinbringen. Ja, und ich weiß nicht, wie die anderen Firmen dazu stehen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, weil meine Videos guckt ja eh kaum jemand. Das ist also nicht so schlimm. Das würden die, glaube ich, nicht vermerken. Ja, trotzdem, ich will lieber auf Nummer sicher gehen, keine Ahnung, was ich mache. Und habe ich gerade echt diesen Rubin übersehen? Alter, ich habe einfach den Rubin übersehen. Wie kann ich es wagen? Egal.
Edelsteine sind halt echt nicht so nützlich. Aber die Amethysten nehme ich mit, danke. Die sind halt echt nicht so nützlich. Wir können uns daraus später als Laserschwerter machen, aber wir haben uns zu der Zeit, zum Zeitpunkt, wo wir sowieso Laserschwerter haben. Was passiert? Also, wieso gehe ich jetzt zurück? Kein Bock mehr. Also, mein Inventar ein bisschen sortieren. Ich glaube, Justice wollte irgendwas von mir, als ich zurückgegangen bin im Leben. Ach ja. Hm. 15 Minuten, ich habe jetzt schon nichts zu sagen. Beste Let's Player der Welt. Oh, ich bin so froh, dass ich eine Dingens gefunden habe. Eine schwarze Linse. Daraus kann man sich später so eine Sonnenbrille machen. Das ist badass. Ich schmelze den ganzen Kack ein. Kann man ja mal machen. Justus ist meine Party gejoint. Ja, die gelbe hat nur eine. Nein, eigentlich nicht. Keine Ahnung. Also, seht ihr, was passiert, wenn ich nicht bezahlt habe? Oh ja, wir haben jetzt die Mitte. Oh, Hammer Axe. Das ist Hammer, Axt und Waffe zugleich. Richtig geil. Spart 3 Plätze im Inventar. Ja, die Hammer-Axt ist halt echt eine gute Waffe. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den Boss machen oder nicht. Ich bin mir echt unsicher. Ich glaube allerdings in diesem Boss. Hier haben wir den Boss gemacht. Ich glaube, wir bereiten uns jetzt darauf vor. Ja, ich gebe mir noch die Flärgern, weil er sie unbedingt wollte. Wie gesagt, die ist echt scheiße. Ah, selbst wenn die gut wäre, würde ich sie ihm geben, wenn er wollte. Ja, wir müssen ja ein bisschen sympathisieren. Immerhin sind wir ein Team. Einmal habe ich mit Restless gespielt und wir gegeneinander gezockt haben. Es hat richtig Spaß gemacht. Wobei, eigentlich, es kam kaum zu Konfrontationen, weil wir haben halt mit wir haben uns neue Charaktere dafür erstellt und da muss man halt am Anfang erstmal ein bisschen farmen, bis man recht stark genug ist. Und die Granaten sind einfach OP in PvP. Das ist einfach krass. Vielleicht bauen wir mal so eine Arena, wo wir gegeneinander kämpfen. Ja, aber halt dann ohne Granaten, wir sind halt echt okay, Leute. Die werft ihr und die machen einfach 80 Schaden, wenn die euch treffen. Ungefähr. Ja, da gebe ich ja mit meiner Hammer-Axt. Geil. Ja, genau, ich glaube, ich habe die Hammer-Axt bekommen und er hat sich dafür ein bisschen Rüstung gemacht. Aus dem Meteorit, weil er war Meteorit-Farm, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Oh ja. Das ist ganz gut hin. Und ich bin wieder mal Mikro gekommen, verzeihen. Keine Ahnung, ich glaube, ich werde alle meine Granaten verschwenden, weil wir machen jetzt, glaube ich, den Boss. Aber ich muss mal gucken, scheiße, ich habe hier nichts zum Schreiben. Sonst würde ich mir aufschreiben, wann genau das ist. Dann könnte ich da halt diesen einen Remix reinmachen, den ich gefunden habe. Der ist halt toll. Oh, Moment mal, nicht summen oder düdeln, wenn man keine Musik hört. Das ist echt eine beschissene Idee, wenn ich später Musik reinpacke. Ach ja, ich hoffe, ich rede nicht zu laut, zu leise. Weil, wie gesagt, es ist noch recht früh. Ich glaube, ich mache mir gleich ein Käfchen noch. Und nehme ich noch ein bisschen Herbs auf. Ich habe voll Bock auf die Herbs. Ist aber bald vorbei. Also, was heißt bald? Wir haben ungefähr die Hälfte des Spiels. Und jetzt kommen halt die recht schweren Quests. Also, was heißt schwer? Eigentlich hat der Herbs nicht wirklich schwere Quests, sondern eher... ich will nicht nerviger sagen, aber das kommt hin. Weil... zum Beispiel, wir haben halt so am Anfang eine Quest gehabt von wegen, freude dich mal mit dem Faggot an und mach 30 Beziehungspunkte. Ist ja gar kein Problem, ne? Reden wir halt so ein bisschen in 2 Minuten haben wir das. Dann gibt's halt noch, freude dich mit den Typen an und jetzt brauchen wir auch mal 80 Beziehungspunkte. Das dauert halt schon länger. Und wenn das so richtig nervige Sims sind, die sowieso nichts mögen und alles hassen, ja, das ist kacke. Oh, ich glaube, jetzt kommt der Boss geil. Richtig Jammerschar, dass alles abgegangen ist. Also, dass der Ton weg ist und so. Oh, egal. Da brauche ich halt so. Ich hätte meinen Gestresster zum letzten Synchronisieren holen müssen, aber ich glaube. Der ist noch in der Schule, glaube ich. Ja. Klar, es ist morgen, es ist los. Ach ja, im Leben. Erstmal diese Faggots wegraggen. Keine Ahnung, worauf wir warten eigentlich. Wieso er den Boss nicht einfach beschwört? Oh, es regnet episch. Okay, und das Auge von Cthulhu ist erwacht. Oh, da ist der Boss. Das Auge von Cthulhu. Richtig krasser Banger. Erstmal abknallen. Ich habe kaum Munition mehr, sehr gut. Und lernt es nur in der Vorbereitungsaufnahme oder im Video selbst? Ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob es im Spiel gelaggt hat zu der Zeit. Das kann sein.
Ja, gibt halt so kleine Minilags manchmal, man. Das ist nicht der Beste. Aber es kommt noch alles, Leute, es kommt noch alles. Was ist halt aber nur so zum Spaß. Oh, ich das hat so blöd, dass mich an das Essen erinnert, das macht ein. Alle Stats plus 1. Das ist ganz praktisch. Das ist nicht wirklich nötig, weil guck mal, der Rang geht richtig weg. Obwohl ich glaube, Drustin wird noch sterben. Ja, aber das passt schon. Ich bin übrigens auch fast gestorben. Mal, unsere Rüstung ist halt echt kacke. Oder? Nein, er hat schon die Meteoritenrüstung. Nein, ich hatte eine gute Rüstung. Naja. Gut, dass ich noch die Pfeile und den Bogen habe. Dann kann ich wenigstens ein bisschen machen, weil Nahkampf ist bei dem Ding echt nicht cool. Ja, und da musste sich Drustin heilen. Ja, und fährt dann das Pferd, ihn aber ziemlich gefokust. Oder? Wow, oh, oh, ja, richtig. Ich wundere mich voll. Ich bin rausgetappt, da habt ihr einfach Camtasia Studio gesehen. Das ist richtig kacke. Moment. So, Leute, okay. Was ist geschehen? Cool. Irgendwie hat sich das Video jetzt gerade aufgehangen. Ich meine, das hat sich halt weggebracht. Das tut mir echt noch ein Rätsel, Leute. Na, wir werden sehen. Guckt ihr einfach mal weiter das Video. Und ich guck, ob ich die Stelle wieder finde, wo ich gerade war. Es war irgendwie 17 irgendwas. Nee. Nee. War es noch vor dem Boss? Nach dem Boss? Es war noch vor dem Boss, glaube ich. Ja, hier ist der Boss dann, okay. Ja, ich sag, guck ich einfach hier weiter. Wie gesagt, ich brauche am Ende einfach so ein Bild dran, dann passt das schon. Oder irgendwas. Irgendwas cooles, so Terraria-mäßiges. Ich freue mich, könnt ihr schon mal vorspielen, wenn ihr Lust habt. Ach ja. Was gibt's noch sozusagen im Leben? Meine Mutter hat mich gerade gerufen. Das habt ihr hoffentlich nicht gehört. Und mein Dorf ist auch egal eigentlich. Das Auge ist schon mal fast down. Und unsere Leben sehen aber noch ganz gut aus. Das passt schon. Wie habe ich das so verschoben? Habe ich das versehentlich vergrößert oder so? Was ist hier eigentlich los, Leute? Fucking Terraria ist verflucht. Und da habe ich wieder auch rausgetappt. Nice. Ach, als ich rausgetappt habe, habe ich, glaube ich, das Aufnahmefenster ist, glaube ich, das Aufnahmefenster verrutscht. Was ist behindert? Ja, das ist halt das Problem, wenn man den ins Fenstermodus spielt. Aber so lässt es sich halt am besten aufnehmen. Und ich glaube, das ist halt da auch. Ach, Moment. So, wieder mal wurde ich natürlich gestört. Drustin wurde gerackt. Das ist ein gutes Timing. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich sollte echt aufnehmen, wenn niemand im Haus ist. Das ist am besten. Das muss ich ja so lange warten, das ist auch scheiße. Und ich tapp einfach wieder raus. So richtig knapp und ich tapp einfach raus. Ja, du bist halt gerackt worden, aber der bewegt sich jetzt hier hin. Das wird nicht mehr viel Leben. Und ich konnte mich heilen, sehr gut. Und das ist einfach vorbei. Oh, das hängt ja richtig hart. Was ist los? Ob das im fertigen Video auch so ist oder ob das vom Rendern weggeht. Weil das ist manchmal so, dass das halt in der Bearbeitung laggt, aber danach halt wieder weggeht. So, und da war meine Verabschiedung. Also ich gucke erst jetzt das Video vorbei, weil ich das ein bisschen asynchron und ja, wir hatten halt richtig. Wie heißt das? Verbindungsprobleme. Und ja, das habe ich ihn kurz nicht gehört, das hatte geschrieben. Und damit wird es gerade gerackt und es laggt sehr gut. Ja, ihr seht schon die Verbindungsprobleme. Und ja, das Video ist halt erst jetzt bei mir zu Ende. Ich ist es halt noch ein bisschen asynchron, weil die paar Sekunden muss ich halt. Oh, ein Meteorit scannt. Die paar Sekunden muss ich halt noch rausstellen, weil ich zweimal pausieren musste. Oder dreimal? Zweimal. Na, das Video ist jetzt bei mir zu Ende. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch das nicht so lange angeguckt, sondern wart bei Dressdoss. Und ja. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis später irgendwann.